Hier ist Kuhn Castells. Herzlich willkommen. Sie können ruhig mal klatschen, nebenbei. Das kostet nichts und macht das Ganze locker. Kuhn. So. Was freut dich mehr, dass du nächstes Jahr mit Wolfsburg Champions League spielst oder was das für ein Spektakel heute war, Fußballspektakel hier? Ja, heute im Moment natürlich, was für ein Fußballspektakel das war. Denke, war ein unglaubliches Spiel für die Zuschauer und leider hat's für uns, ist es für uns natürlich negativ ausgegangen, aber ich glaube, die Zuschauer haben ein schönes Spiel gesehen. Die Zuschauer waren bestens unterhalten, den Eindruck hatte ich auch, ja. Kann man ruhig nochmal nachklatschen. Trotzdem, wir müssen natürlich mal über die 7 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit reden. Dieter Hecking hat es ja eben gesagt, Sie haben einiges in der Pause miteinander diskutiert und haben die Schnittstellen gefunden. Wie hast du die Gegentore erlebt? Das ging ja zack, 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 dann stand es auf einmal 3-5. Ja, ich denke, gegen so eine Weltklasse-Mannschaft aus Wolfsburg, wenn du dann 5% ein bisschen Organisation oder Konzentration verlierst, dann bestrafen die das gleich. Und das ist passiert in dieser 7, 8 Minuten. Führen wir eigentlich noch und dann stehst du auf einmal 3-5 und kannst ein wenig machen danach noch. Es hat dann auch eine gewisse Zeit gedauert, bis wir uns von diesem Schock erholt haben. Aber so eine richtige Torchance gab es dann eigentlich auch nicht mehr, weil Wolfsburg plötzlich ganz anders gestanden hat. Hast du es auch so gesehen? Ja, genau. Also man weiß, wenn die zwei Tore vorführen, dann ist es sehr schwer gegen so eine Mannschaft. Die sind auch erfahren genug, um das dann auch auszuspielen. Und dann denke ich, dass wir noch versucht haben, aber wie gesagt, keine ordentliche Torschanze oder so mehr rausgespielt. Ja. Wir wollen ein bisschen über Kuhn Castells sprechen. Dass er Belgier ist, wissen wir. Und das ist ein guter Ansatz, denn deine Nationalmannschaft, die belgische Nationalmannschaft, hat bei der letzten Weltmeisterschaft für Furore gesorgt. Da sind einige auch dabei heute hier. Ich denke nur an Kevin De Bruyne und andere. Wie stark sind die Belgier wieder geworden, die Roten Teufel? Ja, sehr stark. Ich glaube, wenn man die Spieler individuell anschaust, spielen die alle in einer Top-Liga, sehr viel in England. Und das ist natürlich ein... Also super Spieler, auch damit zusammenspielen zu dürfen, ist richtig geil. Und schade, dass es, also ich glaube, in die WM war noch mehr drin. Ja. Aber schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich denke, dass die Zukunft sehr, sehr schön ist für die Roten Teufel. Belgien hat immer großartige Torhüter gehabt. Also mal abgesehen, dass sich Jean-Marie Pfaff hier einen Einwurf hat reinwerfen lassen damals. Wir erinnern uns noch von Uwe Reinders. Aber nein, Jean-Marie Pfaff, Michel Preud'homme und auch andere. Ist Belgien ein Torhüterland? Anscheinend, ja. Also schwer zu sagen, aber man sieht, dass sehr viele gute Torhüter aus Belgien kommen. Und jetzt im Moment ist es auch sehr, sehr stark auf die Positionen in der Nationalmannschaft. Und also anscheinend muss es so sein, dass die Belgier sehr gute Torhüter haben. Was rechnet sich Kuhn Castells in Sachen Nationalmannschaft aus? Ja, mein Ziel ist natürlich, um zu spielen. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, aber das will jeder. Und erstmal, das freut mich immer, wenn ich bei der Mannschaft dabei bin und wenn ich mittrainieren kann. Und weil da lernt man natürlich auch sehr viel und kriegt man sehr viel Erfahrung. Was war für dich der Grund, jetzt zu sagen, also AD Hoffenheim, ich mache einen Vertrag in Wolfsburg, aber spiele jetzt erstmal hier bei Werder. Was hat dich dazu bewogen? Ja, in Hoffenheim war es so, dass der Trainer sich entschieden hat, um meine neue Nummer 1 zu holen nach meiner Verletzung. Und dann war es für mich natürlich auch klar, dass ich irgendwo anders eine Lösung finden muss. Und ich denke, das hat jetzt sehr gut geklappt, mit den Wolfsburg zu unterschreiben. Die wollten aber erst im Sommer was machen, was ändern an die Torwartsituation. Und dann ist Werder Bremen rausgekommen und ich freue mich, weil ich bin sehr glücklich hier. Du kommst in Belgien von einem Verein, der auch große internationale Meriten hat, nämlich aus Genk. Das ist für die Fußballexperten natürlich ein großer Name. Und jetzt hier bei Werder, bisher nur auf der Bank. Ich glaube, ein Torhüter will auch spielen, oder?
Ja, ich glaube, das ist jeder sein Anspruch. Ja. Jeder Profispieler will gerne spielen. Für Detroit ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil da ist nur ein Platz. Und man wechselt auch nicht so oft aus. Also, aber ich bleibe weiterhin Vollgas geben im Training und ja. Schauen wir mal. Es gibt ja noch einen Wettbewerb, in dem Werder vertreten ist. Am Mittwoch wird Pokal gespielt bei Arminia Bielefeld. Hat Viktor Skripnik, der Trainer, vielleicht mal angedeutet, die Pokalspiele macht Kuhn Castells. Gibt es da Hinweise? Also bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Und ja, wenn so ist, freue ich mich natürlich. Aber wie gesagt, der Trainer hat mich noch nicht drüber angesprochen. Wie ist dein Miteinander mit deinen Torwartkollegen hier? Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, die Gruppe ist Torwartgruppe insgesamt, auch mit Christian Vander, ja. Torwarttrainer, ist sehr gut. Wir arbeiten viel, aber wir haben auch Spaß im Training und ich glaube, untereinander verstehen wir uns ganz gut. Okay, jetzt blicken wir nochmal auf den weiteren Saisonverlauf bei Werder Bremen. Im Moment so ein bisschen im Niemandsland. Europa scheint nicht mehr ganz realistisch zu sein, der Abstieg auch nicht. Könnt ihr euch noch motivieren, um möglicherweise doch nochmal anzugreifen und die europäischen Plätze nochmal zu attackieren? Kommen ja schwere Gegner. Ja, natürlich kommen schwere Gegner, aber ich glaube, dass unser Ziel in die erste Stelle ist, ja, die Abstieg zu sichern, dass wir da raus sind. Und ich glaube, das bleibt auch unser Ziel. Und wenn das okay ist und wenn wir das geschafft haben, dann können wir noch nach oben gucken. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach Spiel pro Spiel schauen und so viel wie möglich Punkten zu holen. Und am Ende schauen wir mal, wo wir rauskommen. Werder hat jetzt 30 Punkte. Der HSV ist im letzten Jahr mit, glaube ich, 27 Punkten nicht abgestiegen. Reicht das jetzt schon oder muss ich noch 10 drauflegen? Ja, 10, dann bist du sicher. Aber ja. Ich kann das nicht sagen, ob das jetzt reicht oder nicht. Man weiß auch nicht, was die Mannschaften unter uns machen. Und ja, ich glaube, wir mussten schon noch ein paar Spiele gewinnen, damit wir sicher sind. Wer ist dein Vorbild, dein Idol, torwartmäßig? Früher war das immer Casillas. Okay. Da habe ich sehr viele Videos auch von geschaut und so. Und ich glaube, der hat schon 10 Jahre oder 15 Jahre immer auf einem hohen Niveau gespielt. Wenn wir die letzte WM mal ausnehmen. Ja, ja. Das passiert auch mal. Ja. Klar. Wo hast du so gut Deutsch gelernt? In Hoffenheim habe ich, wenn ich da hingegangen bin, konnte ich kein Deutsch. Und da habe ich mit einem Lehrer so ein-, zweimal die Woche versucht. Und sonst habe ich alles selber gelernt. Und es geht eigentlich schnell, ja. Da kann man doch mal klatschen, oder? Ein sympathischer Zeitgenosse, Kuhn Castells, der jetzt natürlich auch noch für Autogramme zur Verfügung steht, gar keine Frage. Wie schlagen wir die Bayern nochmal, dass wir das nochmal eben besprochen haben? Das ist schwer, aber man sieht auch wie heute gegen eine schwere Gegner. Wenn wir jetzt vielleicht die 7-8 Minuten auch noch 100% sind, dann kriegen wir keine 3 Tore und dann ist alles möglich. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal eben, es hat keiner richtig getippt, das habe ich mir gedacht, ja. Das kannst du natürlich auch nicht richtig tippen. So, jetzt gibt es noch hier ein Foto mit dem Ehepaar Lührs und Kuhn Castells. Und er kriegt noch von Ihnen, denke ich, meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus. Danke, dass du rübergekommen bist. Alles, alles Gute, sympathischer Junge. Wir sehen uns ganz bestimmt noch einmal wieder.